Der Sportbild Podcast. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschlands bester Fußballredaktion. Heute mit dem Ausblick auf das Halbfinale im DFB-Pokal. HSV gegen Werder Bremen. Herzlich willkommen. Ich bin Jan-Malte Andresen. Es ist das erste von 4 Duellen dieser beiden Clubs in nur 19 Tagen. Am Mittwoch empfängt der HSV im Halbfinale des DFB-Pokals den Erzrivalen Werder Bremen. Und das Derby birgt jede Menge Zündstoff. Darüber sprechen wir mit dem ehemaligen Werder-Stürmer Bernd Hopsch, der mit den Bremern 1993 Meister wurde und 1994 mit Werder den Pokal holte. Thema des Tages. Also, Herr Hopsch, neben dem Pokalduell am Mittwoch treffen die beiden Clubs ja auch noch zweimal im UEFA-Cup-Halbfinale und abschließend dann in der Meisterschaft aufeinander. Ist viermal zu viel des Guten oder freuen Sie sich über das Dauerkräftemessen? Na, ich glaube erstmal Langeweile für die Deutschen, die keine Fußball schauen, und Werder Bremen gegen Hamburg ist ja nicht uninteressant. Und ich glaube, klar, vier Spiele ist ein bisschen viel, aber ich glaube schon, dass die Zuschauer spannend schauen, sagen wir mal, wer da, sag mal, im Murten der Bessere ist. Und ich glaube schon eher, dass Bremen die größte Erfahrung hat. Mal grundsätzlich, wen sehen Sie denn von beiden Mannschaften derzeit besser? Ich sehe immer Bremen besser, das ist ja klar. Okay, und wenn wir jetzt noch mal kurz die Brille des ehemaligen Werder-Profis absetzen, nochmal, wer von beiden ist derzeit besser in Form? Ich glaube, dass Bremen die bessere Erfahrung hat. Die Daresform, glaube ich schon, dass Hamburg jetzt auf einer Welle schwimmt. Ich weiß es nicht, ob das gut ist, dass die, sagen wir mal, auf drei Hochzeiten tanzen, weil zum Schluss können sie dastehen mit gar nichts. Aber ich glaube schon, dass Bremen Martin also von hat. Ein ganz wichtiger Spieler beim HSV ist zurzeit Torwart Frank Ross. Der spielte bisher für Schalke und Werder schon drei DFB-Pokalfinals. Zweimal verlor er, 99 holte er aber den Cup mit Werder. Und 1994 bei Werders 3:1 Finalsieg über Rot-Weiß Essen, da war er auch dabei, allerdings hinter Oliver Reck nur Ersatz, während Sie im Sturm 90 Minuten durchspielten. Beschreiben Sie doch mal Ihren Ex-Kollegen. Was ist das für ein Typ? Wieso ist der so wichtig für den HSV? Ich kenne ihn jetzt schon, wo ich nach Bremen gekommen bin, war er noch bei den Amateuren, er hat dann bei den Profis mit reingeschnuppert. Der hat viele Torhüter mitbekommen damals und er hat auch negative Seiten, gerade auch was Oli Reck damals betroffen war. Dass er, sagen wir mal, ziemlich hochgelobt worden ist und dann mal wieder negativ, das hat er alles mitbekommen. Und er hat riesen viel Erfahrung und ich glaube, das ist, glaube ich, das Plus gegen Werder Bremen, dass Hamburg jetzt sehr guten Torhüter hat und Bremen, sagen wir mal, nicht so besonders. Eieiei, das wird Werder-Keeper Tim Wiese nicht gerade gern hören, von dem halten Sie also nicht so viel, ja? Nein, man hat ja seine Auffassung, er kann ja ein ganz guter Typ sein, ein ganz guter Torhüter sein, aber Frank Ross hat eben halt die größte Erfahrung. Ist, glaube ich, auch ein bisschen älter, aber ist auch der beste Torhüter für mich. Okay, kleiner Tipp also für Bundestrainer Joachim Löw. Herr Hopsch, Werder kämpft um zwei Titel, der HSV inklusive Meisterschaft sogar um drei. Klarer Vorteil für Werder in Ihren Augen? Ja, das spricht schon für Werder Bremen. Ich meine, klar, Hamburg ist jetzt auf drei Hochzeiten mit Meisterschaft, Pokal und international. Wie Hamburg, wenn sie jetzt so nah dran sind an der Tabellenspitze, ist schon ganz lustig, dass die sich jedes Spiel jetzt nochmal konzentrieren müssen. Und bei Bremen ist halt der Vorteil, die können sich jetzt wirklich auf den Pokal und das Spiel gegen Hamburg, glaube ich, dass es für die auch total wichtig ist. Aber hat Werder nicht auch enormen Druck? Sie müssen mindestens einen von den beiden Cups holen, um nächstes Jahr international dabei zu sein. Da geht es um eine ganze Menge Geld. Kann das nicht auch lähmen? Bremen möchte international spielen, aber ob das jetzt lähmen kann, das glaube ich jetzt nicht, auch nicht bei den Spielern. Ich glaube, da denken die gar nicht dran. Die wollen das Spiel gewinnen. Was erhoffen Sie sich denn für ein Spiel am Mittwoch? Was erwarten Sie von dem Derby? Was ich jetzt hoffe und was ich erwarte, das ist was anderes. Hoffen, also sowieso für Bremen und erwarten auch für Bremen, aber ich habe, glaube ich, ein komisches Gefühl, dass Hamburg in der Runde weiterkommt. Ich habe das schon mal erlebt, auch mit Hamburg. Wir waren damals Meisterschaft und mussten dann gegen Hamburg Pokal Spiel machen, 94, und dann haben wir uns auf das Pokalspiel uns konzentriert und da sind wir damals Pokalsieger geworden. Unter anderem mit einem Tor von Ihnen, das wollen wir auch nicht unterschlagen. Das 2:2 gegen den HSV haben Sie damals erzielt, das Achtelfinale war das damals, Endstand 4:2 für Werder. Am Ende wurde Werder in der Liga nur Achter, aber wie gesagt Pokalsieger. Und Sie meinen, das könnte nochmal so laufen? Ja, das könnte eigentlich, glaube ich, nochmal so laufen. Und glauben Sie, dass das in der regulären Spielzeit über die Bühne geht wie damals oder gibt es diesmal Verlängerung? Ist es eigentlich egal, ob das Nachspielzeit ist oder Elfmeterschießen. Ich hoffe eigentlich nur, dass Bremen im Pokal weiterkommt. Meisterschaft haben sie sowieso nichts mehr zu sagen. Da kann auch Hamburg gewinnen. Vielleicht werden sie doch mal Meister und nicht Bayern. Herr Hopsch, abschließend brauchen wir noch den obligatorischen Ergebnistipp von Ihnen. Wie geht's aus am Mittwoch? Da tippe ich eigentlich, dass
ich glaube so 3-1 für Bremen. Vielen Dank, Bernd Hopsch. So haben wir es am liebsten. Schön offensiv gegen das Bauchgefühl tippen. Live mitverfolgen können Sie Teil 1 der Serie HSV gegen Werder. Genau wie die Fortsetzungen natürlich wie gewohnt bei uns im Live-Ticker auf sportbild.de. Wir hören und sehen uns Freitag wieder. Ihnen eine angenehme Woche. Machen Sie es gut. Bis dann. Mehr Namen, Nachrichten und Meinungen auf sportbild.de und jeden Mittwoch aktuell am Kiosk. Sportbild. Ohne geht nicht.